Herzlich willkommen bei Olafs Club Nummer 2 oder wie wir Profi sagen, Number 2. Und wir haben heute so ein buntes Line-up. Also ich konnte nicht mehr anders, ich musste die heutigen Künstler sortieren. Und zwar, nach dem Namen. Da kann ich es mir besser merken. Heute zu Gast Frank Fischer, Maria Clara Kroppler, Marco Tschirpke, Erik Lehmann und last but not least, Lisa Eckert. Ich würde sagen, unverzüglich, sofort und jetzt beginnen wir mit dem Anfang. Einen guten Abend. Herzlich willkommen. Es heißt wieder Olafs Club hier bei uns im MDR in Leipzig. Willkommen auch daheim. Ja, und wir werden ja ganz oft gefragt, ja, Olafs Club ist so wahnsinnig erfolgreich. Wie macht ihr das? Und ja, es gibt da kein Geheimnis, sondern ich glaube, ja, wir legen eben einfach den Finger in die wunden Punkte. Und da gibt es ja momentan so viele. Ja, zum Beispiel die ganzen Probleme mit... mit Fachkräftemangel. Ja, an allen Orten und Enden fehlt es an Handwerkern, es fehlt an Fachkräften in der Pflege, es fehlt an Fachkräften vor allem in der Politik, es fehlen Fachkräfte. Ja, den kann man nicht liegen lassen, ne? Den muss man sich abholen. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, dass diese Berufe oft hart sind. Ja, also zum Beispiel der Beruf des Lehrers. Ja, also wenn man jetzt wirklich als Lehrer arbeiten will, ich glaube, da muss man ja wirklich tagtäglich dann den inneren Pädagogen in sich wach küssen oder wach treten, denn der Alltag des Lehrers entbehrt ja nicht einer gewissen Tristesse. Ja, du latschst jeden Morgen in diese abgerockte Hütte. Ja. Und dann siehst du diese Bagage. Also die sind wirklich unmotiviert, die sind vorlaut, die sind stellenweise ungepflegt, dann riechen die manchmal noch nach Alkohol. Ja? Und dann weißt du, das sind erstmal nur deine Kollegen. Ja? Und die. Es ist wirklich so, immer mehr Lehrer haben Angst, ja, vor allem natürlich vor den Eltern, denn bei jeder Gelegenheit ja, kommt ja ein Elternteil ins Objekt getrabt. Ja, also wenn es jetzt irgendwie Probleme gibt mit dem Filius, ja, also wenn der Jerome, wenn der in der 11. Klasse seinen Vornamen immer noch mit SCH schreibt, ja, dann muss natürlich einer schuld sein. Der Schuldige ist der Lehrer, ganz klar, denn am Jerome liegt's nicht. Ja, das wissen die Eltern genau. Die haben da ihre Tabellen. Die Eltern sind ja auch sehr ehrgeizig, ja, und die machen halt mit ihren Kindern immer solche Tests im Internet. Ja, da kriegen die zwei Drähte an die Ohren und dann. Ja, kannst du irgendwie, hier, der konnte zwei Bierdeckel übereinander legen. Der Jerome ist überbegabt. Herrlich. Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich so, dass viele eben auch abwandern. Es gibt wirklich sehr viele Lehrer, die bei uns gelandet sind, in der Humorbranche. Ja, aber auch aus anderen Sparten wird umgelernt. Also wir haben wirklich Quereinsteiger aus dem Bereich Gastronomie. Selbst Architekten sind Humoristen geworden, was ja auch besser ist als andersrum. Ja, denn naja, ich meine, dann wäre der Keller oben und der Balkon in. Und die heute hier auftretenden Künstler sind nicht nur Fachkräfte, sondern es sind wirklich tatsächlich absolute Kapazitäten. Die heute hier auftretenden Künstler haben insgesamt, atmet flach und haltet euch fest, sie haben insgesamt über 35 Preise gewonnen. Und da sind meine noch gar nicht eingerechnet. Ja? Und das sind jetzt wirklich hochwertige Kabarett- und Comedypreise. Also das ist jetzt nicht hier so das Seepferdchen für den besten Blondinenwitz. Ja? Und alleine unser erster Gast hat 24 Preise gewonnen. 24 Preise, also da muss man sagen, das schafft natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Also
unter einer absoluten Zwerchfellfraktur gehe ich hier nicht raus. Aber das macht er nebenbei. Er muss auch als Erster auftreten. Er muss als Erster los. Er hat heute noch 3 weitere Preisverleihungen. Ich freue mich, dass er hier ist. Hier ist nicht Fischers Fritze, hier ist Fischers Frank. Hier ist Frank Fischer himself. Danke. Danke. Vielen Dank. Wow. Toll. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Das ist großartig. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich freue mich jetzt. Ich freue mich auch schon über die Kommentare. Da freue ich mich immer am meisten. Wenn du im Fernsehen bist, Leute schreiben immer gerne Kommentare. Ne? Bei Social Media, Instagram, Facebook schreiben Menschen immer dann gerne so. Manchmal gute Sachen, manchmal aber auch so: Ey, du Opfer, bist voll unlustig, geh raus aus Fernsehen. Alles ein Wort, ne? Wobei, eigentlich dafür ist es gemacht. Instagram, Facebook, Twitter ist dafür gemacht, möglichst kurze Sätze schnell zu verschicken. Und viele denken sich halt, na, für die 2 Sätze schalte ich das Hirn doch erst gar nicht ein. Hey, kommst du morgen Schule, gehen wir später Meckes. Völlig normale Unterhaltung, oder? Unter Lehrern. Ich glaube, viele denken, kennen Artikel nur aus dem Grundgesetz. Also, wenn sie es kennen, das Grundgesetz. Es gab neulich eine Reportage im ZDF über die Geschichte des Grundgesetzes. Und an einer Stelle wurden Menschen in der Fußgängerzone befragt, was ich ja immer sehr problematisch finde, Menschen fürs Fernsehen in der Fußgängerzone zu befragen. Denn das Problem ist, viele sagen was. Und meine Lieblingsantwort kam von einer jungen Frau, die da stand und in die Kamera gesagt hat: Grundgesetz, ja, das hat doch der Martin Luther King an die Kirchentür genagelt. Fast. Einige denken sich, wieso, stimmt doch? Nein. Es ist schon komisch, oder? Ich hab neulich 2 junge Männer gesehen, die sich per WhatsApp unterhalten haben. Also 2 junge Männer saßen sich gegenüber und haben sich gegenseitig Nachrichten geschickt. Und ich saß halt da und dachte mir, es ist doch schade. Die können doch auch eigentlich miteinander reden. Und irgendwann haben die wirklich miteinander angefangen zu sprechen. Und ich dachte mir, vielleicht doch lieber WhatsApp. Ja? Und ich habe auch einen Schuldigen gefunden. Wisst ihr, wer schuld ist? Der Zuckerberg. Mark Zuckerberg mit seinem scheiß Facebook. Das gibt's schon seit 2004, wusstet ihr das? Seit 19 Jahren gibt's Facebook. Junge Menschen sind da ja gar nicht mal. Nein, Facebook ist mittlerweile ein Auffangbecken für alte Menschen geworden. Ja, ich find's super, ich bin auch da. Ja? Früher haben ältere Männer den Frust oft an der Familie abgelassen, an Frauen, an Kindern. Mittlerweile haben sie die Kommentarfunktion bei Facebook entdeckt. Ja, die lesen dann so: Bundeskanzler zurück vom Sommerurlaub in Tirol, und dann geht's los. Sau, Sau! Soll erstmal was schaffen, kriegt genug Geld. Wahrscheinlich mit dem Flugzeug nach Südtirol oder das Mittelmeer. Noch mehr Flüchtlinge aufsammeln. Sau, Sau! Und dann schreiben Leute wieder Gegenkommentare. Die schreiben dann sowieso: Das ist doch super, du Arschloch. Und dann schreibt der wieder: Leser nicht, du Sau! Und ich frage mich immer: Warum machen denn Menschen sowas? Wo nehmen die vor allen Dingen die ganze Zeit her? Ich kommentiere so gut wie gar nichts mehr. Es sind nur noch Psychos unterwegs. Ich kann euch genau sagen, wann ich meinen letzten einigermaßen seriösen Kommentar bei Facebook verfasst habe. Ist schon lange her, als Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin, den alternativen Nobelpreis bekommen hat. Ihr erinnert euch vielleicht, tausende wirklich furchtbare Kommentare. Und ein Mann hat damals wörtlich geschrieben: Bekommt die Bekloppte jetzt auch noch einen Nobelpreis? Seit wann hört man in unserer Gesellschaft auf Geisteskranke? Und da habe ich geschrieben: Wieso, auf dich hört doch keiner. Und da hat er geantwortet: Arschloch, glaubst wohl, du bist Komiker? Und ich habe geschrieben: Ja. Ja. Der Zuckerberg ist schuld und selbstverständlich Smartphones sind auch schuld, weil du halt mit Smartphones überall kommentieren kannst. Du kannst dich aufs Klo setzen und Scheiße schreiben. Ich meine, als ich klein war, gab es ja noch nicht mal Handys. Das musst du dir mal vorstellen. Junge Menschen können sich sowas nicht mehr vorstellen. Es gab keine Handys. Ich weiß noch, mein Neffe hat mich mal irgendwann gefragt: Sag mal, wenn ihr keine Handys hattet, wie seid ihr denn ins Internet gegangen? Ja, da habe ich gesagt: Ganz normal, mit Stift und Papier halt. Und irgendwann, die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern, gab es dann die ersten mobilen Telefone. Und mit diesen mobilen Telefonen konntest du telefonieren. Ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, dass du mit Smartphones ganz normal telefonieren kannst. Weil wenn sie telefonieren, dann immer so, ne? Lautsprecher an und dann geht's los.
Hey, wo warst du gestern? Ich habe 20 Minuten auf dich gewartet. So, hey, Alter, ich war beim Arzt, hat so gejuckt im Schritt. Und man wird gerne sagen, hör auf, aus! Das will man doch nicht hören, oder? Ich würde immer gerne hingehen und sagen, ey, du kannst das Ding auch ans Ohr halten. Aber wenn du sowas machst, kommst du dir auch vor wie dein eigener Opa. Junger Mann, nutzen Sie doch den Telegrafen. Es gibt ja einen eigenen Ausdruck für diese Smartphone-Glotzer, ne? Smombi. Eine Mischung aus Smartphone und Zombie. Das war mal Jugendwort des Jahres. Smombi ist ein super Ausdruck, oder? Es gibt in Fußgängerzonen, das ist kein Scherz, es gibt in einigen Fußgängerzonen eigene Wege für die Smartphone-Klotzer, dass sie sich nicht über den Haufen rennen, wirklich wahr. Es gibt Versuche, auch das kein Scherz, Fußgängerampeln mit dem Smartphone zu koppeln. Das muss man gar nicht mehr hochgucken, da sieht man dann hier, ob es grün ist oder rot. Und wenn der Akku ausfällt, wird man überfahren. So, mein Name ist Frank Fischer, ich freue mich auf eure Kommentare, danke. Danke. Frank Fischer. Hier bei uns zu Gast, hervorragend performt. Vielen Dank, er hat 24 Preise gewonnen. Wer weiß, wie viele Preise er gewonnen hätte, wenn er Haare hätte. So wie ich. Themenwechsel. Wir kommen jetzt zu einer, zu einer sehr jungen Frau mit einer enormen Wirkung. Sie hat durch ihre bloße Präsenz, sag ich mal, ja, den Altersdurchschnitt hier der Künstler auf unter 50 gesenkt. Und trotz ihrer Jugend hat sie schon etliches erreicht. Sie hat den Comedy-Preis gewonnen. Der Comedy-Preis ist ja so ziemlich der wichtigste Preis. Ich relativiere so ziemlich der wichtigste Preis nach dem Gaspreis. Und sie... Sie hat einen sehr komplexen, ich muss wirklich sagen, einen leicht etwas zwiespältigen Namen. Maria Clara, so geht's los. Es klingt erstmal sehr jungfräulich, unschuldig. So, Clara klingt ja auch so nach Erkenntnis. Dann kommt es aber zu so einem Knick in der Leistungskurve. Es sackt durch, denn dann kommt Groppler. Ja, Groppler klingt so ein bisschen nach einer Baumaschine, so irgendwie, ne, so. Kann ich mir so richtig vorstellen, wie zwei auf dem Gerüst stehen und so der Mann fragt, ey, Günther, den Groppler her. Ja. So, hey, den habt ihr eher von Groppler gehabt. Und das geht dann schnell. Man weiß ja, wie die Männer sind, ja, Testosteron. Und dann sagt ihr, ja, ich brauche den eher und du, ja, sonst greift deine Zahnbürste morgen ins Leere. Aber ich finde ja solche Widersprüche schön. Ein wunderbar widersprüchlicher Name zu einer wunderbar widersprüchlichen, fantastischen Person. Freuen wir uns auf Maria Clara Groppler. Ja, hi, ich bin Maria Clara Groppler. Ich muss sagen, ich finde meinen Nachnamen Groppler auch nicht so schön. Wirklich niemand denkt bei Groppler an was Schönes. Ja, selbst meine iPhone-Autokorrektur macht aus Groppler grippaler Effekt. Ja. Aber meine Mutter, die hat es noch schlimmer als ich, die heißt Grit Groppler. Ja, wirklich. Und ich habe mal meine Oma gefragt, warum sie so genannt hat. Und sie meinte dann, dass sie dachte, dass meine Mutter ja eh früh heiraten wird. Sie hat meine Mutter Grit Groppler genannt, um früh Druck aufzubauen. Deswegen hat meine Mutter mich auch Maria genannt, weil sie war so, du bleibst für immer Jungfrau. Ich war so, okay, dann bekommst du auch für immer keine Enkel. Und Gott war so, okay, dann brauchst du auch für immer keine Brüste. Ich habe dann auch mal den Namen Groppler gegoogelt und ich habe dann rausgefunden, dass es den Namen tatsächlich auch als Vornamen gibt. Und seitdem möchte ich unbedingt ein Kind haben. Ja. Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Traumvorstellung, dass ich irgendwann mal jemand heirate, der Reiter mit Nachnamen heißt. Und dann heißt meine Tochter einfach Groppler, Groppler, Reiter. Als ich das so gegoogelt habe, bin ich auf so eine Website gestoßen mit so Namen, die es durch Standesamt geschafft haben und Namen, die es nicht geschafft haben. Ja? Nicht geschafft hat es zum Beispiel der Name
Pepsi-Cola. Geschafft hat es der Name Pepsi-Carola. Außerdem geschafft hat es der Name Matt-Igel. Und der Name Triumph. Und ich frage mich so, wer nennt sein Kind Triumph, oder? Ja, also er ist mein Kind Triumph. Das ist Sieg und das ist Heil, ja. Das kann man richtig gut rufen. Ich sag Sieg, ihr sagt? Heil. Das war ein Test. Das war ein Test. Ja. Letztens, ich bin in Chemnitz aufgetreten, alle haben mitgemacht. Ich bin tatsächlich wirklich nach der Jungfrau Maria benannt, aber ich persönlich muss sagen, ich finde so die ganze Maria- und Josef-Geschichte, die ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, oder? So Maria, sie war so in ihren Wehen und Josef bringt sie in den Stall. Ich bin mir sicher, Maria war so, warum liegt hier Stroh? Und warum hat der Esel eine Maske auf? Was ist hier los, ja? Ich glaube, so heutzutage würde die Geschichte ganz anders erzählt werden. Ne? Ich glaube, es wäre so eine Story bei Familien im Brennpunkt. So, Maria Chantal ist 14 und schwanger. Sie sagt, sie wäre Jungfrau. Jeremy, Josef und seine 10 Brüder sind der anderer Meinung. Aber sie sagt, es ist von Gott. Und mit Gott meint sie Gottfried aus dem 5. Und die heiligen 3 Könige sind das Jugendamt, der Gerichtsvollzieher und Peter Zwegert. Ich war mal mit einem Josef zusammen, wirklich war ich ja mit einem Josef zusammen. Ja, ich schwöre auf Gottfried. Und ich habe ihn sehr geliebt und ich wollte auch unbedingt ein Kind von ihm haben. Einfach, um das dann Jesus zu nennen und Leute so richtig abzufacken, ne? So zum Beispiel so an einem Flughafenschalter, so, okay, Maria, Josef. Nicht Ihr Ernst? Haben Sie Ihr Kind wirklich Hurensohn genannt? Ja, ich hätte gerne irgendwann mal Kinder, aber ich habe wirklich sehr große Angst vor der Geburt. Und ich glaube, wenn ich irgendwann ein Kind gebären soll, dann würde ich auf jeden Fall wollen, dass mein Mann bei der Geburt dabei ist. Einfach, damit ich ihm die Schmerzen der Geburt dann immer vorhalten kann. Ne, so, okay, du willst dich den Müll runterbringen, weil das zu anstrengend ist. Weißt du, was auch anstrengend war? Die Geburt deines Kindes. Ich lag 36 Stunden in den Wehen. Also ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob ich 36 Stunden in den Wehen liegen werde, aber ich werde es natürlich versuchen, so weit wie möglich rauszuzögern. Ja. Bei 3 Stunden kannst du nichts vorhalten, ja? Und die Hebamme sagt, pressen. Nein, nicht zusammenpressen, rauspressen. Ich bin so, nein, nein, nur noch 3 Stunden, dann muss ich nie wieder Fußball mit ihm schauen. Ich werde googeln, was der Weltrekord ist und ich werde versuchen, ihn zu brechen, ja. Ich trage so ein Fitnessstürmband, Eye of the Tiger läuft, bam, 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 bam. Meine Trainerin kommt rein, gibt mir einen Klaps auf die Muschi, nicht schlapp machen. Ja. Aktuell habe ich leider noch keinen Mann, aber ich habe einen Freund. Dankeschön. Ja, ich habe ihn einfach überzeugt mit meinem Charakter. Ja. Also so heißen meine Brüste Karak und Teer. Nein, Spaß. Er steht einfach auf liebevolle, aufrichtige Frauen und hat da für mich extra meine Ausnahme gemacht. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir insgeheim auch immer so eine Märchenbeziehung gewünscht. Obwohl eigentlich nicht eine Märchenbeziehung, weil ich habe da mal so drüber nachgedacht, dass mir aufgefallen, Märchenbeziehungen sind oft ziemlich schrecklich. Ja, stellt euch mal vor, ihr liegt 100 Jahre lang im Koma und dann werdet ihr geweckt von einem fremden, sabbernden Typen, der euch irgendwie so abknutscht, wie in so einer Kussszene wie aus Bauer sucht Frau. So. Und ihr werdet so wach und du bist so, what the fuck, wer bist du? Und er so, na, pssst. Wir heiraten jetzt erstmal. Aber keine Sorge, ich bin auch ein Prinz. Prinz Markus von Anhalt. Alter.
Früher wollte ich immer einen Prinzen haben, da ist mir aber aufgefallen, diese ganzen Märchenprinzen sind voll die Psychos, oder? In Aschenputtel will der Prinz von jeder Frau im ganzen Land die Füße sehen. Klingt für mich nach einem klaren Fußfetischisten, oder? Und anscheinend hat auch keine Frau im ganzen Land dieselbe Schuhgröße wie das Aschenputtel. Was hatte sie? 49,5? Also entweder war sie ein Hobbit oder sie hatte einfach nur so einen Stumpf. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Party, ja? Und ihr verliert so euren Schuh. Und dann findet ihr irgend so einen Jürgen und ist so... Diese Frau muss ich finden. Und dann irgendwann klingelt so bei euch an der Tür und dann steht da Jürgen. Entschuldigen Sie bitte. Ich würde gerne Ihre Füße sehen. Und du bist so, 50 Euro. 100, wenn du dann lecken willst. Vielen lieben Dank. Mein Name ist Maria Clara Gropper. Dankeschön. Maria Clara Gropper. Hervorragend. Ja, Sie muss jetzt natürlich nach Hause. Ganz klar, für die Aftershow-Party ist sie noch zu jung. Die, oder wie, man, wie würde man hier sagen? Die Kropplern. Die Kropplern müsste heim. Ja, aber wir bleiben bei interessanten Nachnamen, denn unser nächster Künstler heißt Chirpke. Also, falls ihr heiraten wolltet, wäre das, glaube ich, auch ein schönes Kuppel. Chirpke Gropler. Und er ist ein sehr erfolgreicher Kabarettist. Die Feuilletons sind voll des Lobes über ihn. Und zwar schrob man der legendäre Harry Rowold notierte seinerzeit, wo hab ich's denn? Ich kann meine Schrift nicht lesen. Nicht mehr auf dem Computer. Also, er schrieb, wem Heinz Erhard zu naiv kindlich, Robert Gernhardt zu unpolitisch und wem Goethe zu langohrig ist, der findet in Marco Chirpke auch keine Alternative. Sehr gut. Da hat der MDR gesagt, genau solche Leute brauchen wir. Er ist momentan unterwegs mit seinem aktuellen Programm Dichten, bis ich Dresche kriege. Ob wir ihm diesen Wunsch heute erfüllen können, weiß ich noch nicht. Aber wir können uns erst mal anhören. Hier ist der grandiose Marco Chirpke. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr lieb. Das erste Lied hat eine Idee, das wird Sie überraschen. Also ich hatte mir gedacht, es wäre doch schön, wenn jetzt bei den warmen Temperaturen wieder die Jungs und Mädchen in den Parks lägen und Bücher lesen, statt zu grillen. Ja, also dass sie wirklich in papierenden Büchern da. So, Sie merken, es handelt sich um eine Utopie, aber auch Utopien wollen besungen sein. Fielen von den Bäumen Lolitas ohne Zahl. Jetzt lümmeln sie im Rasen und stecken ihre Nasen in Bücher ihrer Wahl. Die eine liest Nabokov, die andere Christoph Hein, die dritte Grass-Gedichte. Ach, guck mal, jetzt erbricht sie sich in das Buch hinein. So, und das zweite Lied möchte. Vielen Dank. Wissen Sie, ich möchte jetzt noch mal ein wenig im Park bleiben und die erst maskulinere Seite beleuchten. Es gibt eine Tendenz, dass so kleine Areale in den Parks planiert werden, mit einem Gummibelag versehen und dann stellt darauf so Geräte zur körperlichen Ertüchtigung. Also nicht für Kinder zum Spielen, sondern für die jungen Männer und die haben sich das folgende Lied hart erkämpft.
Du triffst sie im Park, junge Männer an Stangen, beim Klimmzug, beim Armstütz, mit rosigen Wangen und denkst bei der Gelegenheit, da turnt die liebe Eitelkeit. Sie stemmen sich hoch und sie lassen sich nieder und dann wieder hoch und dann runter und wieder hinauf bei schönstem Sonnenschein. So sinnlos können Muskeln sein. Am Abend zerstreut sich die sportliche Menge, dann leert sich der Platz mit dem Freiluftgestänge. Sie gehen nach Haus mit leichtem Schritt und lesen heimlich Arno Schmidt. Wen der Name Arno Schmidt jetzt nicht sagen sollte, das ist halt auch immer eine Frage der Bildung, nicht wahr? Ja, machen sich da keine Selbstvorwürfe. Sie haben ja noch Zeit. So, jetzt habe ich hier ein Gedicht geschrieben. Mir persönlich gefällt es nicht so, aber vielleicht ist es ja was für Sie. Ja? Und es wäre, also wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, vielleicht können Sie sich zu einer kollektiven Geste im Anschluss aufraffen, wenn Sie sozusagen mit einem Oh. Ja, dann haben Sie das, dann haben Sie unter Beweis gestellt, dass Sie das Gedicht vollständig erfasst haben. Toi, toi, toi. Es ist ganz harmlos. Es heißt Kinderzeichnung. Kinderzeichnung. Der Dinosaurier streckt den Hals. Man sieht ihn jedenfalls die Zähne in den Sternenhimmel schlagen. Und wenn man fragt, was er da macht, dann heißt es, na, der frisst die Nacht. Oh. Dankeschön. So, ich gehe mal rüber. Ah, verspielt. Moment. Das folgende Lied trägt den Titel Almabtrieb. Ah, Sie haben das sogar schon selber gemacht. Das ist schön. Das hätte ich jetzt nicht erwartet in Leipzig. Aber gut, das ist, falls jetzt dem einen oder anderen der Begriff jetzt doch nichts sagen sollte, Almabtrieb, er wird dann im Lied dann auch nicht erklärt. Von den Bergen tönen Glöckchen, nah und näher kommen sie, einst so mager hochgetrieben, steigt herab das fette Vieh. Von der Kanzel schweren Fußes steigt der Pastor im Talar. Man entsinnt sich, dass er schon beim Aufstieg wohl gemästet war. Gibt es da Fragen zum Text? Oder ist das... So, nun habe ich... Lassen Sie mich noch diese... kleine Feststellung machen. Nun habe ich das gleiche Lied nochmal geschrieben mit einem anderen Text und einer anderen Melodie. Ja? Sex Party, Sex Party.
Ich war noch nie auf einer Sexparty, Sexparty. Doch ich denke oft daran, was man sich dabei zuziehen kann. Ich selber hätte jetzt auch nicht erwartet, dass da noch eine Strophe kommt, aber es gibt noch eine. Vorher juckt dich und du entscheidest aus dem Bauch hinzugehen und hinterher dann juckt es auch. Alles gut. Marco Schürke. Und Marco Schürke an Klavier und Ukulele. Ich muss ehrlich zugeben, ich war auch noch nie bei einer Sexparty. Aber ich habe mal eine organisiert. Also muss ich dazu sagen, was leichter klingt, als es ist. Also beim ersten Mal ist man dann wirklich so ein bisschen vorsichtig. Und es kam auch wirklich jetzt nicht direkt Stimmung auf, ich hatte nur Verwandte eingeladen und da merkt man, muss man einiges wissen. So, wir kommen jetzt zu einer besonderen Rubrik und zwar Gäste aus der Region. Unser nächster Gast ist quasi ein Aborigine. Hier, du wohnst ja quasi, Erik Lehmann, ne? Das ist, und ich bin Olaf Schubert und du bist ja auch hier. Einer von uns, ja. Aus Sachsen, ja, okay. Aus dem Freistaat. Nö. Wo wohnst du? In der Nähe von Dresden. Da gibt es ja aber mehrere Orte, glaube ich, oder? Ja. Da gibt es ja, welcher explizit? Arnsdorf, Klapse. Tatsächlich? Ah ja, da bist du hier gut aufgehoben, könnte ich mir vorstellen. In Arnsdorf tatsächlich groß geworden? Nein. Zwickau. In Zwickau? Zwickau. Geboren in Arnsdorf? Nö. Und jetzt? Hä? Nee, Leipzig. In Leipzig. Ach so, ich hatte Chemnitz gehört, aber du meintest Karlsruhe. Ja. Heute bist du hier, worüber wir uns sehr freuen, obwohl eigentlich ja die Milz drückt, denn du hast ja eigentlich, du hast ja hier ja, ist, zu tun. Ist Stress, ja. Hm? Warum? Kind, frisch rein, ja. In die Mutter? Nee, raus. Raus, wollte ich gerade sagen, ja. Dann wird es ja erst richtig spannend, ja. Und ist es, also es ist schon da? Es ist schon da, es lädt noch, es speichert noch. Ich hab... Was lädt? Video. Ah, du hast. Ich hab. Die Muss Geburt? Ja. Gefilmt? Ja. 16 Stunden. Hintereinander, wirklich, nonstop? Am Stück. Ja. Okay. Mir würde eine Minute reichen. Also da, wenn du mir mal die spannendsten Szenen dann vielleicht das anschneidest. Wie gesagt, es speichert noch. Es speichert noch, es lädt noch. Ja, das ist schon toll. Und hast du jetzt auch darüber etwas zu berichten? Ja, über die Niederkunft der Muhme? Ich muss. War das hat die Mutti das Kind selbst ausgetragen oder eine Leihmutti? Nein, die Fruwa hat es persönlich. Ja? Sie war trächtig. Sie war, ich merke schon, du verfügst über beachtliches Fachwissen. Mhm. Davon würden wir uns nun gerne überzeugen. Deshalb sage ich in aller Förmlichkeit, Bühne frei für den jungen Fatih Erik Lehmann. Ja, das erste Kind ist immer das Schwerste. Danach geht's dann. Dankeschön, danke. Es geht gleich los. Ich will es ja auch allen zeigen. Wir sind bei 84%. Ja, also ich hätte ja nie gedacht, dass so eine Geburt, dass das so ein Kraftakt ist. Wirklich. Ja, nee, ehrlich, 16 Stunden, das ist Wahnsinn. Ja, das war so anstrengend. Ja. Wisst ihr? Ja, auch für meine Frau, na klar, sicher. Ja. Aber ich, entschuldige mal bitte, ich bin ja nur hin und her, oder? Ja. Koffer packen, Taxi rufen, Formulare ausfüllen, Verwandtschaft informieren. Purer Stress. Ne? 85%, das geht vorwärts, toll. Oh, und alles mit meinem bösen Rücken, das muss man ja auch. Ich bin ja jetzt 39. Ja. 39, fast 40. Und ich habe in letzter Zeit hier hinten, das sind
brutale Schmerzen, wirklich. Das ist wirklich, also das sind Schmerzen, ich glaube, schlimmere Schmerzen gibt es überhaupt nicht. Naja, ist es doch so, oder? Und dann steh das mal durch im Kreissaal, ja? Stehst doch mal durch, 16 Stunden mit dem Rücken. Oh nee, jetzt klopft ja auch noch meine Mutter an. Ja, Gott, meine Güte, die bisschen Geduld. Oh, jetzt sind wir bei 92%. Oh Gott. Na, wenn das alles fertig ist, ich lade das sofort hoch auf WhatsApp. Ja, das geht an alle Kontakte gleichzeitig raus. Status, klar, das ist na logisch. Am Ende fühlt sich wieder einer beleidigt. Ist irgendwie, ich wurde nicht rechtzeitig informiert. Beim Onkel Dietmar, da kam deine Nachricht 5 Minuten eher an, als wie bei mir. An so einem Geburt, da sind schon manche Familien zusammengebrochen. Das kann ich Ihnen sagen, ist wirklich so. Der ist nicht aus meiner Familie. Das ist dauert an, das ist dauert. Naja, aber was willst du machen? Naja. Und ich... Naja, ich warte ja, ich will sie noch einen zeigen. Das ist auch... super, dass heute hier der MDR mitschneidet. Die Oma hat nämlich kein Handy. Die hat Kabelfernsehen und wenn wir das dann live, das wäre doch super, dann sind alle gleichzeitig informiert. So. Toll, 93%. Ja. Und ich sage auch noch zu meiner Frau, komm jetzt pressen. Ich habe gleich Aufzeichnung bei Olafs Club. Ne? Ja, ruf du. Naja. Und ach, übrigens mit dem Rücken, das hat in dem Krankenhaus ist keinen aufgefallen von den Ärzten oder Hebammen. Ne? Das, nein, überhaupt nicht. Nein, die haben überhaupt keinen Blick mehr für jemanden, der wirklich krank ist. Das ist so. Ja, klar, sicher, die waren alle sehr beschäftigt, es meiner Frau so angenehm wie möglich zu machen. Obwohl, ich muss aber wirklich sagen, die hat sich dermaßen in den Vordergrund gespielt. Ja, naja, also... Dieses Rumgeschrei die ganze Zeit. Ich sag, Schatzi, entschuldige bitte, ich hatte auch schon mal einen Wadenkrampf. Ich hatte aber dann nicht. Ja? Ich sag, ich habe nicht so einen Aufstand gemacht. Ne? Da war die Sau. Ach nee, komm, hör auf. So, super, 94%. Oh Mann, ey. Naja, gut. Und ich war jedenfalls, ich wollte das alles drauf haben. Das ist ja wichtig. Aber die Lichtverhältnisse in so einem Kreissaal, das können Sie vergessen. Wirklich. Da macht sich keine Gedanken vorher drüber. Ich sage, Leute, wenn ihr Männer in den Kreissaal reinlasst, dann müsst ihr euch aber auch mal darum kümmern, dass die sich wohlfühlen können. Ständig ist mir einer vor der Kamera rumgesprungen. Ja, Sie lachen. Meine Frau schön auf die Seite gedreht, natürlich mit dem Rücken zu mir. Ich sage, Leute, mitdenken wäre schön gewesen. Naja, oder? Ich natürlich rum, um das ganze Prozedere, so kaum war ich drüben, zack, die Frau wieder auf die andere Seite gedreht. Dann das Bett hoch, das Bett wieder runter, die Frau rein in die Wanne, dann wieder raus aus der Wanne. Ich war ständig am Neupositionieren. Ja? Du willst ja auch irgendwie alles draufkriegen. Ne? So, nicht? Und dann sage ich wirklich, Schatzi, also wir müssen jetzt zur Potte kommen. Ja? Es passiert ja nichts, so rein geburtstechnisch war, kannst du vergessen. Ne? Also nichts passiert, gar nichts. Ich filme meine Frau so ein Gesicht. Ich sage, Schatzi, lächel doch mal. Ja, so eine Geburt, das ist ein freudiges Ereignis. Das kommt auf unserem Video dann überhaupt nicht drüber. Also war sie wieder sauer. Ja. Ach, naja, und jetzt haben wir hier was? 97%. Na komm, es geht doch aufwärts. Sehr gut. Naja. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der Geburtstermin, der wäre ja eigentlich erst in 3 Wochen gewesen. Ja. Heute auf dem Tag genau in 3 Wochen. Planmäßige Ankunftszeit, kannst du ja mittlerweile alles ausrechnen. Ja. Und wenn man uns Eltern so einen Termin mitteilt, dann möchte ich mich aber auch darauf verlassen, dass ich mit solchen Fakten arbeiten kann. Naja, und jetzt kommt der Kleine 3 Wochen früher. Die ganze Überraschung für meine Frau futsch. Naja, entschuldige mal. Es ist doch so. Ich hatte alles vorbereitet für meine Frau und mich. Alles organisiert. 2 Wochen. Klettert. 2 Wochen Klettertour Südtirol. So. Naja. Was ist das? 3.800 Euro weg. Und ich, Idiot, keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Na gut, aber wir kannten ahnen, dass so ein Urlaub ins Wasser fällt. Ne? Also ins Fruchtwasser in dem Fall. Was ist denn hier? Was jetzt? 1%? Wieso ein... Scheiße, der Akku. Ist hier irgendwo, kann man was?
Kann ich da ganz kurz ran? Wäre das möglich? Ja? Dass ich nur ganz kurz aufleite. Ist das wichtig irgendwie? Hallo? Hallo? Scheiße. Erik Lehmann, ja? Es ist gar nicht so leicht, Kinder in die Welt zu setzen. Ich habe auch mal den Eindruck, dass das die Männer richtig mitnimmt. Das sind wirklich richtig einschneidende Erlebnisse. Für die Frauen ist es meist so Business as usual. Ja? Da ist er da, der Ronny, ne? Und dann wird er irgendwie großgezogen. Die machen das so nebenbei. Wie ist das bei dir? Du bist ja auch Mutter eines Kindes, eines eigenen Kindes sogar. In der Tat, ja. Ich wollte es erst nicht glauben. Ich hatte bei der Geburt einen herrlichen Filmriss, ja. Also einen Dammriss heißt es, egal. Ja. Aber jetzt ist er da, in der Tat, ja. Ich war erst geschockt, als ich gesehen habe, es ist ein Deutscher. Oha. Ja. Woran hast du das gemerkt? Da gibt es ein paar physiognomische Indizien, ja. Mhm. Die Geburtsurkunde hat es dann bestätigt, ja. Ich habe ihn natürlich sofort in die Waschmaschine geknallt, so ethnische Säuberung, gedacht, das Deutsche wäscht sich raus. Ja. Aber nein, tut's nicht. Deutsche darf man ja, glaube ich, nur waschen, ich glaube, zwischen 33 und 45 Grad. Ja, ne? Darf ich zu heiß sein. Sonst laufen sie ein, ja. Aber es ist so, wenn du sagst, ein Junge, es ist... Also wenn du sagst, ein Deutscher, ist es wirklich ein männliches, ein Jungskind, das hat ein kleines Zipfelchen. Ein großes Zipfelchen, wenn ich das verraten darf. Ja. Ja, ganz ja. Die Mutti. Ja. Ja, das ist schon verrückt. Ja, also muss dazu sagen, also das erste Kind ist wirklich mal das Spannendste. Ja. Man kann schon sagen, es sind 5 Kinder. Und ich merke es mir immer so, weil es ist trotzdem geschlechtlich paritätisch aufgeteilt. Also ich habe 2 Jungs, 2 Mädchen und einen Mischling. Ja, sehr schön. Also da legen wir in der Familie Wert drauf, die Gleichbehandlung. Und hast du schon Pläne für die Zukunft, für das Kind, was es später machen soll? Was es ist geschuldig? Es bleibt Einzelkind. Hm. Also das ist seine einzige Ambition, glaube ich. Also 5 wären mir zu viel. Das Problem ist, ich gehe mit Dingen immer schlecht um, wenn ich weiß, es gibt eine Reserve. Ja, ja. Und, das ist richtig. Das ist richtig. Das Einzelne, ja. Ich gebe zu, das war jetzt auch nicht so geplant. Ja, du hast immer 1 verloren und dann musste wieder nachgeladen werden. Man rutscht da halt so rein. Ja. Das ist so... Es rutscht nicht raus, aber man rutscht rein, ich weiß. Ich gebe zu, ich bin Raucher und auf den Zigarettenschachteln, da steht hier immer drauf, Rauchen macht unfruchtbar. Schlechte Verhütungsmethode, kann ich verraten. Ja, ich hatte mich drauf verlassen. Ja, und dann plötzlich so eine Leistungsexplosion. Ja, also du kriegst die Kinderzimmertüre nicht mehr zu. Ja, also da müsste man eigentlich mal so eine Sammelklage einführen. Ich finde, die versprechen einen auf den Zigarettenschachteln erlesene Gifte und feinste toxische Substanzen. Und im Endeffekt ist es eine Schachtel warme Waldluft. Ja? In der Tat, ja. Also es wird ja auch immer suggeriert auf den Zigarettenbildern, dass dann meine Verwandten um mich trauern, wenn ich mal sterbe. Auch das ist noch lange nicht gegeben, finde ich. Also, ja, das stimmt. Das geht ja eigentlich nur, wenn man dann wirklich auch etwas zurücklässt jenseits der Erinnerung. Ja. Wie alt ist jetzt dein Bub? Er wird 2. Er wird zwei. Das ist schön, dann merken wir... Er spricht noch nicht. Was heißt, das klingt immer so abwertend. Er petzt noch nicht. Okay. Ja, also okay. Er ist ja mit mir auf Tour und ich glaube, er macht es aus Höflichkeit, dass er mich noch nicht verrät, sei es an den Vater oder an die Behörden und das... Das halte ich ihm sehr zugute, ja. Gäbe es denn da schon Dinge zu berichten? Was könnte er petzen? Das würde mich ja auch mal interessieren. Nein, ich genieße es sehr, durch das Kind jetzt vielerlei Ausreden zu haben. Also man meint immer, es schränke einen ein, mir verschafft es Möglichkeiten. Also da geht es nicht nur um Körperausscheidungen, die ich alle ihm anlaste, wenn sie zu Hause an den Wänden kleben, aber auch nächtliche Ausgänge. Dann werfe ich ihm einen Husten vor und dann muss ich schnell zum Kinderarzt. Also es eröffnet wirklich eine neue Welt. Ja, es schränkt nicht nur ein. Genau, das hört man ja oft. Irgendwie Kinder würden Türen zuschlagen, aber in Wirklichkeit gehen ja viel mehr Türen auf. Flügeltüren, Wände öffnen sich, Dächer heben ab. Also
Ja, und auch die Frau verändert sich natürlich, ja, das muss man auch sagen. Das, also ich meine jetzt nicht nur physisch, sondern durch die Schwangerschaft und durch die Hormone ist es ja so, dass sich nicht die Frau nur verändert. Ich finde, die Frau, die man liebte, hört auf zu existieren. Ja. Ja. Und das ist aber von der Natur geschickt geregelt, dass durch die Hormone man dann die Frau ja trotzdem irgendwie gern hat. Ne? Ich glaube so. Ich glaube, er hat mich auch vor der Schwangerschaft nicht geliebt. Deswegen war der Übergang fließend. Okay. Das war nicht so schwierig. Das ist auch besser. Sei froh, da hast du keine Verluste. Ja, aber kommen wir nun von den Nebensächlichkeiten des Lebens zu den eigentlich wichtigen Dingen. Und die wichtigen Dinge sind für mich immer, Menschen wie dich auf den Bühnen unseres Olafs-Clubs zu erleben. Freuen wir uns auf die grandiose, famose Lisa Eckert. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, Genießende und Niesende. 5 Jahre lebe ich nun in Leipzig, immer so beseelt von dem Traum einer Vereinigung aus Österreich und Ostdeutschland. K und K, kaiserlich und kommunistisch. Mit mir als ihrer Kaiserin. Als eine Mischung aus Stalin und Sisi. Stasi. Stasi die Erste. Und das braucht es. Seit der Wende hat sich schließlich nichts gebessert. Der Pay Gap zwischen Ost und West beträgt weiterhin mehr als 20%. Trotzdem fragen die im Westen, warum wir hier im Osten jammern. Ihr habt doch alles. Soljanka, frische Luft, so schöne Mittelaltermärkte. Was heißt Mittelaltermärkte? So sieht's hier eben aus. Wir haben sehr wenig. Und selbst das Wenige nehmen sie uns weg. Wegen kultureller Aneignung finden heuer erstmals die Karl-May-Spiele ohne Indianer statt. Old Shatterhand schneidet sich blutsbrüderlich, aber kein Winnetou reicht ihm die Hand. Was bleibt da noch übrig? Ein alter Cowboy, der sich ritzt. Die Wessis wollen uns belehren über kulturelle Aneignung. Ausgerechnet die. Sie nahmen uns unsere Fabriken, unsere Frauen und unsere Knusperflocken weg. Und was haben wir dafür gekriegt? Windräder. In Brandenburg stehen 4-mal so viele wie in Bayern. Die haben sie uns angedreht wie eingeborenen Glasperlen. Nein, das ist kein Windrad, haben sie gesagt. Das ist ein moderner Maibaum. Tanzt doch alle nackt drumherum und singt eure sozialistischen Schlager, ja. Tun wir auch. In Wahrheit aber nehmen sie uns auch noch unseren Wind weg. Die hier gewonnene Energie fließt direkt in den Westen und versorgt dort die Wärmepumpen der Bourgeoisie. Aber nicht mehr lange. Wir ziehen die Mauer so hoch auf, dass kein Lüftchen mehr dahin weht. Dann können sie die Dinger mit ihren Darmwinden betreiben. Aber zuvor geben wir dem Westen eine allerletzte Chance. Wir wollen kein Geld, wir wollen Respekt. Vergessen Sie niemals, was unsere größte Stärke ist. Wir sind in der Unterzahl. Wir sind eine Minderheit. Und als solche fordern wir auch alle Privilegien unterdrückter Minderheiten. Gleich Frauen und Behinderten fordern wir einen ostdeutschen Parkplatz. Wenn man uns schon für blöd hält, dann richtig. Ja. Ein Parkplatz, doppelt so groß wie die anderen, gekennzeichnet mit Zirkel und Hammer. Und wir fordern überall eigene Toiletten. Männchen, Weibchen, Ampelmännchen. Apropos Gendern. Wir haben nichts dagegen. Im Gegenteil, wir wollen das auch. Auch wir wollen sprachlich sichtbar gemacht werden. Die Tagesschau soll beginnen mit, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ostdeutsche. Und zwar genau so.
nicht liebe Ossis. Das Wort Ossi ist diskriminierend und fortan zu ersetzen durch O-Wort. Und wo wir schon bei Sprache sind, Sächsisch soll als Weltkulturerbe gelten. Und... Und Niedersachsen gehört fortan zu Sachsen. Als Kolonie. Und jedem Sachsen gehört ein Niedersachse als Sklave. Die werden sich anfangs ein bisschen sträuben, aber um denen das zu verdeutlichen, nennen wir sie nicht mehr Nieder, sondern fortan Untersachsen. Ansonsten haben wir keine territorialen Ansprüche. Im Gegenteil, bei den Olympischen Spielen wollen wir wieder getrennt antreten. Die DDR hat damals alles gewonnen. Und dann kam der Westen mit seinen schwabbeligen Sportlern. Aufgedunsen vom Konsum sind sie beim Rennrodeln stecken geblieben. Beim Skispringen nicht abgehoben. Ja, ich weiß. Ich weiß, es heißt immer, die DDR-Sportler waren ja alle gedopt. Das stimmt nicht. Viele waren einfach drogenabhängig. Also, was heißt da Doping? In West-Berlin hieß das Jugendkultur. Auf Rauschgift reagiert eben jeder anders. Im Osten sind sie statt zu tanzen gerannt. Zufällig ins Stadion, zack, Medaille. Ja. Erfüllt der Westen unsere Forderungen nicht, wird unweigerlich geputscht. Es ist schon alles vorbereitet. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind Waffen. Wir haben schon angefragt bei Präsident Zelensky. Der versteht uns. Ostdeutschland wurde 1989 ebenfalls völkerrechtswidrig annektiert. Mit demselben Argument wie Putin, dass hier lauter Nazis seien. Und ich meine, die Ukraine hat eh so viele Waffen. Dort geht der Trend schon zum Zweitpanzer. Ja, wir nehmen auch was Gebrauchtes, wenn der Krieg erst mal vorbei ist. Wir können warten. 10 Jahre auf ein Trabi, 20 auf ein Leopard. Alles kein Problem. In der Zwischenzeit basteln wir die Waffen selber. Ostdeutsche sind erfindungsreich, was Ersatzprodukte angeht. Statt Kampfjets nehmen wir Heißluftballons. Statt mit Nuklearraketen werfen wir mit Röntgengeräten. Und statt Panzer nehmen wir Pistenraupen. Ja? Österreich ist voll mit denen. Das ist eine richtige Plage. Die vermehren sich wie verrückt. Und wenn so eine Pistenraupe sich erst mal verpuppt, schlüpft daraus eine Gondel. Ja? Also, liebe Wessis, reizen Sie uns nicht. Ostdeutschland ist ebenfalls eine Atommacht. Denn wir haben Angela Merkel. Und die weiß, wie man Plutonium herstellt. Dankeschön. Lisa Eckert, wir wissen Bescheid, wir wissen, was zu tun ist. Das war Olas Club Nummer 2. Dank an Lisa Eckert, dank an Frank Fischer, Maria Carla Roploff, Marco Schürpke und Erik Lehmann. Nächste Woche selbe Stelle, selbe Sendung, eventuell neue Witze. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Oder?